kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei The Witcher 3. So, wir sind hier... Wo sind wir hier überhaupt? In Yantra. Oberhalb von Novigrad, von dieser Imkerei. Und ja, hier gibt es auch noch ein paar Örtchen, die wir uns angucken könnten. Hier ist aber auch schon DLC-Gebiet. Also muss mal gucken, wie weit ich mich hier reinwagen darf, ohne auf die Fresse zu bekommen. So, hier haben wir auch keine Quest mehr. Karren zu verkaufen. Ich verkaufe eine Karren, 4 Räder, eine Deichsel und einen Sitz aus Holz. Ziehen, er bewegt sich. Schieben, er bewegt sich auch. Nur nicht so leichtgängig ist ja ein Karren. Was gibt es da zu schreiben? Preis, Verhandlungssache, bei Leberwurst und einem Schnäpschen. Klingt doch nett. Mir wurde eine Tochter geschenkt. Liebe Mitmenschen, ich bin nun stolzer Papa eines kleinen Mädchens. Sie ist hinreißend wie eine Nymphe und stark wie ein Bies. Und brüllen tut sie wie eine wütende Harpie, nur lauter. Kommt zu meiner Hütte und trinkt auf ihre Gesundheit und auf die ihrer leiblichen Mutter und helft uns vielleicht beim Auswählen ihres Namens. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Nesla, nach der Frau meines Bruders, und Lesla, nach niemandem. Mir gefällt der Klang. Es sind beides schöne Namen, aber ich kann ihr nicht 2 Namen geben, weil wir einfache Bauersleut sind und keine hochvermögenden Herrschaften, die sich Namen leisten können, solange, dass sie sich kein Mensch merken kann. Sorbimir. Ja, das ist mein Problem. Lesla ist aber auch kein schöner Doppelname. Vorbereitung zu Belethane. Was ist Belethane? Achtung, gute Leute, Belethane naht mit Riesenschritten, sofern uns die Götter verhüten mögen. Nicht zuvor der Krieg erreicht, finden die Festlichkeiten wie üblich auf der Almende beim Dorf statt. Es gibt ein großes Feuer und Tanz bis zum Morgen. Auch für das leibliche Wohl will gesorgt sein und daher müssen wir Folgendes vorbereiten. 3 Fass Apfelwein, 2 Fass Getreidebrand, 3 spießtaugliche Lämmer, 1 Mastschwein, 1 Portion Wurst, Blut, Pudding und Leberwurst pro Kopf, 3 Scheffel Grützgetreide, 2 Sack Kartoffeln, 1 Sack Rüben. Am Monatsende gehe ich durchs Dorf und frage, wer was davon beisteuern oder ob jemand einen Kronen spenden kann. Der gute älteste Neddy. Vorsicht, Mutterkorn. Geliebte Brüder, gestern ging ich in die Felder und sah in meinem Getreide klare Anzeichen von Mutterkorn. Ich verbrannte es sofort und sorgte dafür, dass alles zu Asche wurde. Doch solltet ihr auch nachsehen, ob die Pestilenz euer Korn ergriffen hat. Rambo. Nicht aus dem Brunnen trinken. In dem Brunnen wohnen Kröten. Nicht daraus trinken, falls ihr Krötenscheiße nicht mögt. Warnung. Gute Leute, ich weiß, dass die Straße hier ein Kürfchen macht. Ich weiß, dass der direkte Weg durch meine Felder führt. Aber der nächste, den ich erwische, wie er mein Getreide niedertrampelt, den schwöre ich bei den Göttern zu verdreschen, bis er keinen heilen Knochen mehr hat. Betrachtet euch also als gewarnt und bleibt auf der Scheißstraße, ihr perfekten Landstreicher. Nett. Nett, nett, nett. Aber ist auch nicht nett, wenn die Leute einfach durch sein Feld laufen. Gut. Ich schätze mal, das hier ist alles DLC-Gebiet, deswegen werden hier keine Fragezeichen angezeigt. Also gehen wir mal nach hier, nach da und dann können wir ja zurück nach Novigrad. Ne, Plötze? Ist ja auch so, oder? Dachte ich mir. Itariel, meine Liebe. Reisender, sei gegrüßt, setz dich zu uns. Wie läuft das Geschäft? Ja, moin. Seltsamer Ort, um über Kunst zu sprechen. Das ist überall möglich. Willst du mit uns anstoßen? Auf die Poesie? Warum nicht? Ich habe Durst. Und wenn ein Mann Durst hat, wird seine Seele von Melancholie ergriffen. Armer Gascoigne. Meine Herren, ich bin berauscht, besoffen, breit und betrunken. Willst du noch einen Begriff für deinen Zustand wissen? Bloß nichts Vulgäres. Was soll unser neuer Freund nur denken?
Na schön. Aber das ist die letzte Runde für mich. Oh. Der Wodka ist weg. Die Troubadoure auch. Und meine Sachen auch. Verdammt. Immerhin haben sie mir meinen Hut gelassen. Fußspuren. Noch frisch. Naja, die schnapp ich mir schon noch. Sein Antlitz ist schön, seine Worte fantastisch. Doch dieser Teufel ist verdorben und garstig. Die Wünsche wird er dir gerne erfüllen. Gold und Silber. Sorge, Bertram, wir lassen dich nicht im Stich. Lies jetzt in Ketten dein Reichtum in Scherben. Ist einer von uns und wir kümmern uns. In Ewigkeit leiden, bis die Sterne sterben. Ja, die muss ich auch gerade mal eben ignorieren. Ich brauche erstmal meine Sachen. Oder sind das die Leute, die meine Sachen gestohlen haben? Jeder nee. Weiß, auf Eder, dem Berg trägt man ziemlich ein Köcher Hexer, nicht? Kein Besten, was du am Gasthaus gegen hast. Trost, ziehst einen Hexer hier rein? Alter. Wisst ihr, was sich auf verärgerten Hexer reimt? Meine Sachen, bevor ich Hackfleisch aus euch mache. Muss ein schräger Reim sein. Halt's Maul und gib's ihm zurück. Gut, wir sind jetzt wieder quitt, oder? Auf keinen Fall. Noch nicht ganz. Wir sind quitt, wenn ihr mir eure Sachen gebt. Alle? Eure Unterhosen könnt ihr anbehalten. Ich erwarte vorbildliches Verhalten, Strolch. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Es lässt sich nicht in Worte fassen, wie läuft das wie Geschäft? Sehr ich den Vorfall bedauere. Das war doch nur ein kleiner Scherz. Wir wollten dir alles zurückgeben. Ich schwör's. Ja. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel. Aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Ja, das kann ja was werden. Au. Warte bis abends. Da kann ich ja so lange noch Blitze die anderen Orte erkunden. Oder wie viel Uhr? Warte mal, wie viel Uhr ist denn jetzt überhaupt? Ja, gut. Haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Los, los! Da haben wir auch Zeit und können durch so ein Blumenfeld reiten.
So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Monsterlager. Ertrunkene? Schauen, wer hier so zu Hause ist. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keiran mir gegeben hat? Interessant. Ruhm des Nordens. Ist denn Ruhm des Nordens? Leider nicht gut. Notizen eines Alchemisten. Gestern hatte eine Aufgabe, eine. Er sollte die Beschwörung auf die Bänder schreiben, mit denen der Golem gemacht wird. Und was tut er? Er versaut es natürlich. Und nun haben wir keinen Wächter, sondern einen Mörder im Labor. Und ich frage noch, hast du die Beschwörung auch überprüft? Oh ja, natürlich. Bist du sicher? Todsicher. Und doch ist das Ergebnis ein anderes. Wenn ich daran denke, dass ich meine Studenten da hätte ranlassen können statt dieses Tölpels. Wir haben uns verbarrikadiert, aber er wird uns kriegen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenigstens kann ich das Grauen meiner letzten Momente mit Fistech mildern. Erstklassigem, was das angeht. Was hätten wir damit für ein Geld machen können, wäre Jester nicht so ein erbärmlicher und mutmaßlich analphabetischer Idiot. Tja, ich schätze, meine Jahre waren ohnehin gezählt. Da ist ein schnelles Ende mit Schrecken doch besser als ein langsamer Tod im Hospital. Also dann, war fail, grausame Welt. Sache ist, aktuell sehe ich hier keinen Wächter. Daher bin ich gerade etwas verwirrt. Da ist die besser. Ist, ob ich jetzt hier schon alles geplündert habe. Ob noch irgendwas fehlt. Da habe ich alles geplündert. Hier ist noch irgendwas. Kein Wächter hier? Ich meine, es hat keine Rüstungsdurchbohrung. Aber ich glaube, das können wir mal austauschen. Oh, ist doch schick.
Naja, ich denke mal, die anderen Gebiete hier schaue ich mir später an. Das war auch gerade etwas verbuggt. Dann warten wir mal bis abends. Ob wir diese Banditentruppe da fertig machen können. Ich habe Angst vor diesen gruseligen Kindern, die das Lied singen. Die einfach das Lied singen würden, dann würden die Banditen wahrscheinlich gar nicht kommen. Wann muss ich pennen? Oh. Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Ein Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt, gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Ja, dann kannst du Bertram haben. Ich stehe dir nicht im Weg. Tu, was du tun musst. Gute Entscheidung, Hexer. Siehst du? Schnell und schmerzlos. Das ist für dich, für dein Verständnis. Auf geht's, meine Herren! Arbeitet ihr Hexer jetzt für die Banditen? Wie ein Müller. Verschwinde! Verpiss dich! Sofort! Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. Solange die Schwarzen die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen, so lange ist Novigrad sicher. Warum lasst ihr mich nicht alle in Ruhe? Ja, ich meine, wenn sie wirklich nur den einen haben und wenn er wirklich dieser Verräter war, ja. Verlassen sie das Dorf. So. Hey! Der er vorgibt. Beziehungsweise... nicht, dass er vorgibt zu sein, sondern was sie gesagt hat, was er ist, ne, dann hat er das ja auf jeden Fall verdient, das hier mitnehmen. Und die anderen haben sie offenbar in Ruhe gelassen. Also von daher. So, wir könnten jetzt weitermachen mit hier Schwertern und Knödeln. Beweg dich! Warte mal, hatten die da einen Wegweiser? Ansonsten könnte ich auch eben reiten. In der Gegend war ich ja sowieso noch nicht unterwegs. So, und ich könnte auch noch Faustkampf machen. Das war doch hier auch irgendwo, ne? Komm jetzt. Das Ochsenfuttertor, das kennen wir auch noch nicht. Ah, auf der Seite bin ich jetzt also. Macht ja Sinn. Das ist da vorne im Ruhmestor. Komm, dann gehe ich erstmal dahin. Ah. Was ist denn das hier? Ein Örtchen noch.
Ja, auch nicht viel los. Marit. Naja, gehen wir mal zum Ruhmestor. Gucken mal, was es mit dem Faustkämpfer da auf sich hat. Wenn er da ist. Ich mach dich alle! Blut wirst du pissen! Sieh an! Dieser Wanderer will gegen Durden, den Schneider, kämpfen! Wird es dem Schneider gelingen, Meister zu bleiben? Wir werden es bald erfahren. Wir haben dich erwartet und schon Wetten angenommen. Du wurdest gewogen und für zu leicht befunden. In welcher Welt solltest du mich schlagen können? Der Neue mag recht dürr wirken, aber denk dran, er hat den Feldwebel des blutigen Barons von Velen besiegt. Dieser Elf ist ein Armleuchter. Waren das bisher alle Meister von Novigrad? Nein, ich bin der Erste. Weißt du, warum man mich Schneider nennt? Weil ich ein paar Männer ausgeweidet habe. Mit diesen Händen. Ich wusste, es würde eine Scheißgeschichte sein. Ich bin hier, um gegen den Schneider zu kämpfen. Also los. Hört, hört, Novigrader! Welches Ereignis! In wenigen Augenblicken tritt Geralt von Riva gegen den Schneider an. Hier mit dir, Arschloch. Onkel Durden näht dir ein neues Gesicht. Alter Durden, oder was? Was machst du denn da? Was denn? Verlieren wir die Nerven? Wie trifft der? Der Schlag auf nicht. Mach mal lieber zwei schnelle. Oh shit. Der Amtmann ist ziemlich streng. Wieso kann ich nicht ausweichen? Schau in den Spiegel. Du wirst ein völlig neues Gesicht sehen. Dem Schneider sei Dank. Lächerlich. Alle sollen wissen, dass Durden diesen Kampf gewonnen hat und den Titel des Meisters von Novigrad zurückerhält. Ich will gegen den Schneider kämpfen. Nochmal. Tu dir keinen Zwang an. Das war so dumm, ne? Ich konnte einfach nicht ausweichen. Also manchmal sind diese Arenen so scheiße, ne? Weil du einfach eine unsichtbare Wand hattest. Ich bin bereit. Kämpft! Richtig dumm. Können Sie die Scheiterhaufen nicht vor der Stadt aufbauen? Vor allem auch, dass Geralt einfach manchmal nicht reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel klicke, ich klicke schon zweimal, er greift aber einfach nicht an. Komm schon, komm näher. So, jetzt... Check ich halt nicht. Weil ich jetzt einmal verloren habe, ist der Kampf jetzt leichter, oder was? Jetzt macht er gar nicht mehr seine schnellen Attacken. Ja, irgendwie denkt das Spiel wohl, oh, du hast einmal verloren, das ist nicht dein Tag. Jetzt greife ich nur noch langsam an. Ehrlich, er macht seine schnellen Attacken nicht mehr. Das ist ja auch richtig dumm. Das checke ich nicht. Richtig dumm. Durden ist nicht mehr Meister. Der Titel gehört ab sofort dem Vagabunden. Wenn du noch nicht genug hast von der Klopperei, findest du in Velen und Skellige weitere Gegner. Nee, in Velen war ich schon. Aber das ist echt doof. Zeit für eine Luftveränderung. Er hat jetzt beim zweiten Mal gar nicht mehr seine anderen Attacken gemacht. Finde ich nicht gut.
Find ich nicht gut. Okay, da kann ich auch hinlaufen. Das war zum Beispiel mit den schnellen Attacken, hat mir jetzt eigentlich gefallen, dass er das gemacht hat, nur nicht, dass ich nicht ausweichen konnte, weil ich gegen eine unsichtbare Wand gedrängt wurde. Und dann beim zweiten Mal, dass er einfach eine schlechtere KI bekommt, ist halt einfach dämlich. Da sind sie doch. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut, und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Schön. Mein ganzes Geld. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind auch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Ich verzauber ihn jetzt wirklich am besten. Aber eigentlich ist das ein Ehrenmann. Egal, komm. Was ich will, geht dich nichts an. Lass mich einfach rein. Dann tritt ein. Aber eigentlich ist er cool. Ich hätte ihm Geld geben sollen. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Oh, was haben wir denn hier? Sammelschwert? Stinkt nach Ammoniak. Muss richtig sein. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Wahrscheinlich passiert auch gleich sowieso irgendein Blödsinn wieder. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt? Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff! Check ich nicht, warum ich jetzt nicht. Guck mal, wieso ist Van Horn so stark? Verfluchte Scheiße! Ja, genau, die sterben ja alle hier. Verflucht nochmal!
Junge, Sucrus haut die alle weg. Das war jetzt ein bisschen blöd. Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drecker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Ja, das war etwas kurios. Naja, ich laufe mal zu Hattori. Blöde Frage, gab es nicht auch irgendwo ein Bordell? Ich frage jetzt nicht für die Dienstleistung, sondern nur, weil ich eine Partie Gwyn spielen möchte. Hallo. Grüß dich, Apeir. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage, dann komm dein neues Schwert abholen. Oh wehe, das ist schlecht. Grüß dich, Apeir. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Oh, der hat sogar Geld. Kann ich dir mal ganzen Schmuh verkaufen? Das Hemd brauche ich, glaube ich, noch. Oh, der hat ja auch noch Ausrüstung zu kaufen. Schön. So, dann kann ich auf jeden Fall noch reparieren. Repariere ich ruhig auch mal. So, die Armbrust. Könnte ich mir sogar herstellen. Aber ich kann sie sowieso nicht tragen. Noch nicht. Handwerkszutat Silberschwert. Ich bin jetzt Stufe 19. Kritische Trefferchance. Das will ich. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Muss ich noch ein paar Level aufsteigen. Ja. Muss ich noch aufsteigen. Bei Stahlwaffen, was hast du da? Ah, wir haben natürlich das hier, ne? Das wäre schon geil. Dunkelstahlbarren. Er hat keine Dunkelstahlbarren? Doch, hat er doch. Wieso kann ich das denn nicht kaufen? Ein makelloser Rubin? Wie kriege ich denn den her?
Denn das andere? Habe ich die nicht gerade gekauft? Dunkelstahlbarren? Ach, Dunkeleisenbarren habe ich wahrscheinlich gekauft, ne? Oh, einen makellosen Rubin? Ich habe keine Ahnung, wo ich den herbekomme. Naja, das kann ich mir auf jeden Fall mal machen. Rubin, aber keinen makellosen. Das ist schlecht. Ist mein Schwert schon fertig? Noch nicht ganz. Kannst du später wiederkommen? Bis dann. Wo kriege ich denn einen Rubin her? So, das ist ja die... Schulausrüstung. Kann ich da dann auch noch irgendwann machen, wenn ich Bock habe. So, was hatten wir denn noch? Weil eigentlich könnte ich nach Wählen gehen und mir schon mal die Rüstung herstellen, damit ich die direkt habe, wenn ich die... Weil da müsste ich die auch herstellen können, bei dem Zwergenschmied, oder? Schon geil, die direkt dann zu haben. So, dann gehen wir mal nach Krenfels. Wie sieht's aus? Sagst du uns, wo das Geld ist? Okay. Oder willst du das Blut deiner... Wo ist das Gold? Entweder du sagst es uns, oder... Nein, bitte. Wir haben nichts mehr. Herr, hilf uns. Halt du dich da raus. Lasst sie in Ruhe. Was soll das? Ich werde nicht einfach zusehen, wie ihr sie ausraubt und ermordet. Nicht mit mir. Da ist aber jemand empfindlich. Sieh weg, Weib. Immer noch da? Verdammt! Schnappt ihn! Stirb! Was ein Arsch. Alle zusammen! Zu schnell, der Hurensohn! Herr! Verdammte Scheiße! Danke, Herr. Weiß nicht, wer du bist, aber danke. Sie hätten uns wie Schweine abgeschlachtet. Ja, ich war, seitdem ich das mit dem Baron geklärt habe, gar nicht mehr hier, ne? Das beste Angebot, weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Ich bezahle euch! Haben die Leute nicht... Halt's Maul, wenn's schnell vorbei sein soll! Der Mann muss sich konzentrieren! Ihr seid Hurensöhne! Alle! Halt's Maul, sagte ich! Was glotzt du so? Willst du der Nächste sein? Was ist hier los? Herr, meine Tochter, hilf uns! Meine Männer brauchen ab und zu Ablenkung, sonst werden sie unruhig. Das kann ich nicht zulassen. Und werde es auch nicht. Das dachte ich mir schon. Ergreift ihn! Schon mal so gegen einen Hexer gekämpft? Jetzt! Wie? Verdammt! Haut ihn weg! So eine Scheiße! Du hast es so gewollt. So eine Scheiße! Hilfe! Kann man nicht mal einen Augenblick für sich haben? Auf keinen Fall. Vielen Dank, Herr. Danke.
Was für Arschlöcher, ey. Ich denke auch, Leute, die zu sowas bereit sind, die wirst du auch niemals ändern können. Das ist aber nur krank. Wie kann ich helfen? Kumpel, du musst mir eine Rüstung machen. Ich brauche eine Rüstung. So. Auch immer ein Dunkelstahl. Dunkelstahlbarren. Davon muss ich mir sowieso ein paar machen. So. Das ist sie doch, ne? Was haben wir denn noch hier? Die Hose. Hier ist eine Wolfshose. Zack. Körper. Die Platte brauche ich. Mal gucken, ob ich die herstellen kann. So, dann machen wir das Ding hier. Zack. Die Stiefel haben wir noch. Brauche ich Lederstücke. So. Dann haben wir doch alles. Nur die Frage, wo ich halt diesen makellosen Rubin herkriege, ne? Der hat auch nur einen Rubin. Hm. Den vielleicht herstellen? Kann ich mir das Silberschwert ja gar nicht machen. Das wäre schade. Leb wohl. Was kann ich für dich tun? Du einen makellosen Rubin? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Nee. Leider nicht. Nimm mal einen mit. Vielleicht kann ich damit ja doch was anfangen. Leb wohl. Ah, Hexer. Hallo. Der Baron ist nicht da. Er ist los, einen Heiler zu finden. Für seine Frau natürlich. Ich weiß. Hast du gesehen, was sich vor den Toren tut? Was meinst du? Der Baron hat mir das Kommando überlassen. Er hat den Männern gesagt, dass sie für Ordnung sorgen sollen. Für die neue Ordnung. Sie morden und plündern. Das ist die neue Ordnung. Und es ist mir scheißegal, was du davon hältst. Wo hast du gelernt, so mit dem Schwert umzugehen? An einem weit entfernten Ort. Du weißt, das kann ich nicht billigen. Ist mir egal. Junge, der Feldwebel ist so ein dummes Arschloch, ne? Oh, hier ist ja auch ein Schnellreisepunkt. Okay. Der war gar nicht automatisch markiert, aber jetzt ist er markiert. Ah,
Tja. So. Sprich mit dem Aufseher. Machen wir das mal. Muss mir noch überlegenen Donner machen und überlegenen Absurd. Vielleicht hat einer dieser normalen Händler so einen Edelstein. Die besten Vorräte in ganz Novigrad. Nicht drängeln, es reicht für alle. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Zeig doch mal. Und das brauche ich auch. Bis dann. Wie ist die Stadt gerade so leer? Das ewige Feuer wird unseren Weg erleuchten. War doch sonst richtig viel los. Niemand da irgendwie. Ja, das ist echt voll komisch. Wo sind die ganzen Leute? Hier sind doch normalerweise überall Leute rumgelaufen. Ah, der ehrenwerte Herr lässt sich ein Schnäppchen nicht entgehen. Gut, zeig mir, was du hast. Guter Mann, was habe ich nicht? Ein Rubin. Danke. Komm bald wieder. Der hier ist es am billigsten. Und am schlechtesten. Vielleicht hat der Pfandleiern. In den Kerker, da gehörst du. Hallo, willst du was verpfänden oder was kaufen? Zeig mir, was du anzubieten hast. Ändere dein Leben. Bis dann. Tja. Egal. Mutant. Der Aufseher ist hier draus. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum, ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter. Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Sitzt rum. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Danke. Bis dann. Dann schauen wir mal. Ist der Schauplatz des Verbrechens? Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers.
Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Es hat offenbar an Stärke verloren und ist am Ufer lang geschlichen. Aber ich muss das erstmal lesen, ne? Lesen. Gucken. Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Spuren lesen. Vielleicht hätte sich das aber auch so aktualisiert, ich weiß es nicht. Geralt, Vorsicht! Sie ist stark! Bist du hässlich. Hab ich gerade. Schnell. Komm schon. Nett, dass du mich alles machen lässt. Ja? Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob. Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Uhrensohn! Sorry, Boys. Na, wie lange soll ich noch warten?
Also, Faustkampf hätte auch gereicht hier an der Stelle. Will ich hier sonst noch was mitgehen lassen? Hier. Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen. Sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Das war Mord, während Geralt gerade drei Menschen getötet hat. Eigentlich nochmal zurück und die Eckinger-Trophäe holen. Die habe ich ja vergessen. Alles hier Lambert auch ist, finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Hier war eh keine Trophäe. Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Wurde der Aiden nicht auch erwähnt bei dem anderen Hexer, den wir getroffen haben von der Katzenschule? In dem Brief? Oder vertue ich mich gerade? Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst.
Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Lippensynchro? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Tu, was du für richtig hältst, Lambert. Ich bin nicht hier, um Moralpredigten zu halten. Tu, was du für richtig hältst. Es gibt nur eines, was schlimmer ist als kaltblütiger Mord. Heuchelei. Informanten! Rassisten! Spitzel! Vienne, zum Teufel, was ist los? Sie sind hinter mir her, Waren. Ich hab dir gesagt, dass es so kommen wird. Früher oder später. Nessa Teert. Scheiße. Komm schon. Dieser kranke Scheiß. Reden von Heuchelei, aber oh shit. War selber... Naja, kein Stück besser. Was soll dieser kranke Scheiß? Was soll dieser kranke Scheiß? Upsi. Oh, Lambert hat zumindest einen erwischt. Was soll dieser kranke Scheiß? Gutes Teamwork, Lambert. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert,
Lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Aber wir haben doch noch gar nicht gewinnt miteinander gespielt. Hey, wo bin ich jetzt überhaupt gerade? Hier. Ein Teufel ging auf krummem Pfad. Der blöde Mächtigern Kaiser aus Nilfgaard kann kein nicht mal Geld sonst wo. Wein, verdammt. Ja, nach Farö komme ich jetzt nicht so schnell. Gut, was müssen wir noch machen? Ja, wir können das Gewinnturnier machen. Und das könnte man natürlich auch machen, aber warum nicht? Warum jetzt nicht ein bisschen Gewinn? Ein bisschen Gewinn hat noch niemandem geschadet. Mit meinem Deck sollte ich ja mittlerweile echt klarkommen. Gucken wir mal. Keine guten Karten, kein goldener König. So kommen wir aber nicht rein. Ja. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Die Karten taugen, aber können wir uns auch einkaufen? Wir können. Na, dann her mit dem Namen und wir stellen eine Eintrittskarte aus. Geralt von Riva. Gerhard von Riva. Das Spiel beginnt bald, aber zuerst muss der Pöbel verschwinden. Wenn wir bitte warten würden. Gerhard. Der Jude Gerhard. Nur Turnierteilnehmer. Alle anderen hinaus. Wir sind höflich eingeladen, morgen zurückzukehren. Sieh an, Geralt von Riva. Und ich dachte schon, das Turnier würde schrecklich langweilig. Es ist nicht sehr befriedigend, immer nur Bauern, Halunken und falschen Aristokraten ihr Geld abzunehmen. Kennen wir uns? Sagen wir, wir haben gemeinsame Bekannte. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. In lebhaften Details. An Orten wie diesem ist das eher eine Warnung als eine Empfehlung. Wie heißt du? Sascha. Sascha, wie weiter? Oder sag mir doch gleich deinen richtigen Namen. An Orten wie diesem wird Sascha reichen müssen. So, so. Bist du oft in der Passiflora? Du scheinst alle zu kennen. Ich bin hin und wieder hier. Ich kenne nicht alle Gesichter, aber das ist Patrick Haselnuss. Geht ohne die drei nie irgendwo hin. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mit zwei serikanischen Leibwächterinnen unterwegs war. Aber diese drei... haben eindeutig andere Talente. Der Halbling ist Bernhard Tulle, ein Bauer. Behauptet, er würde zum Vergnügen spielen, aber es will doch jeder gewinnen, nicht? Vor dem da nimmst du dich besser in Acht. Er ist kein großer Freund von anderen, Außenseitern, Leuten wie dir. Welch Ironie. Immerhin ist Phineas selbst ein Halbelf.
Und von Graf Tybald hast du sicher schon gehört. Immerhin hat er dieses Turnier organisiert. Eigentlich habe ich noch nie von ihm gehört. Er ist angeblich sagenhaft reich. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber er konnte sich seinen Titel leisten und die Grafschaft, die dazugehört. Na schön. Bis später, Sascha. Versuch ein Wort mit den anderen Spielern zu wechseln, bevor das Turnier beginnt. Wir müssen sowieso auf Graf Tybald warten. Es führen wohl alle Straßen zur Passiflora. Wenn ich dich so ansehe, dann bereue ich fast, dass ich nicht mehr im aktiven Dienst bin. Eigentlich will ich nur was kaufen. Oh, die hat gar nicht diesen teuren Alkohol, den ich brauche. Also bis dann. Was? Spielst du oft Turniere? Was geht's dich an? Willst du auch meine Karten sehen? Bin ich hier der Strichjunge, den du betatschst, ehe du dich entscheidest? Soll ich mal mit dem Schwanz wedeln? Ich sehe deine Karten, wenn wir spielen. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Oh, sehr sympathisches Kerlchen. Ich bin hier auch neu. Hat ewig gedauert, bis ich das Geld hatte, um mich einzukaufen. Mit Pilzen wird man nicht schnell reich. Du bist wirklich ein Bauer? Sieht man das nicht? Ich habe einen kleinen Hof vor der Stadt, könnte tagelang dasitzen und den Pilzen beim Wachsen zusehen. Und der Geruch? Geruch? Wie auch immer, Pilze sind schön und gut, aber hin und wieder muss man mal rauskommen. Meine Dame hat fast geheult. Sie meinte, mir würde in Novigrad die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich sagte zu ihr, Hortensia, welch eine Chance. Die besten Spieler, die seltensten Karten. Sie musste mich ziehen lassen. Viel Glück dir. Gleichfalls. Das ist die richtige Einstellung. Nicht wie der Halbelf da drüben, der mir schon die ganze Zeit mörderische Blicke zuwirft. Tut mir leid, aber ich muss mich vor Spielbeginn sammeln. Das sehe ich. Das hier ist sicherlich besser für mich als dein Gespräch mit Sascha für dich. Ich würde mich bei ihr vorsehen. Willkommen, meine Damen und Herren, bei unserem geschlossenen Gwint-Turnier. Und mit geschlossen meine ich nicht nur die elitäre Natur der Veranstaltung. Wer die Passiflora vor Spielende verlässt, wird disqualifiziert. Das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, 3 und 4. Keine Kämpfe, kein Falschspiel, keine magischen Tricks. Wir spielen um goldene Figuren. Der Sieger erhält sie alle und dazu einen Geldpreis in Höhe des 9-fachen Einkaufsbetrags. Es ist schnell berechnet, dass wir 9 Teilnehmer haben. Das Turnier besteht aus 3 Runden. Der Finalist tritt gegen mich an. Die Spieler werden zufällig in Paare eingeteilt. Die Gruppierungen für die erste Runde werden jetzt verlesen. Es, Phineas und Tim Knott, Patrick Haselnuss und Harald Federnest, Gernot von Riva und Bernhard Tulle. Ha, ist ja ein Ding. Brombur Fundenstroch und Madame Sascha. Wunderbar. Allen eine angenehme Partie. Nice. Endlich geht's los. In einem Jahr werde ich Hortensia und meine Kumpel mit Erzählungen von diesem Abend unterhalten. Ah, spielen wir. Spielen wir. Boah. Oh, diesen Volltest habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Davon brauche ich auf jeden Fall nicht 2. Oh shit, ich habe irgendwas ausgetauscht, was ich gar nicht austauschen wollte. Mich verklickt. Naja, egal. Wird schon schief gehen.
Interessant. Ist natürlich stark, das kann ich jetzt auch leider nicht kontern in irgendeiner Form. Nee, kann ich nicht. Wird auf jeden Fall noch Spione, ist gut. Das ist auch gut. Dann kann ich dann in der nächsten Runde noch spielen. Sehr gut. Ich frage mich, ob der jetzt passt, wenn ich jetzt noch eine Karte spiele. Nee, okay, das ist gut. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, noch mehr Karten zu spielen. Die sind eh nicht so gut. Ja, sehr gut. Das jetzt weiterzumachen macht ja keinen Sinn. Deswegen passe ich jetzt. Und man merkt, dass diese Spieler hier auf jeden Fall schon viel besser sind als die sonstigen. Aber das macht ja auch Sinn. Das ist auf jeden Fall ein lustiges Match. Der Thyssen. Den habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Thank you.
gut ist, ich kann mir noch ein paar Punkte ermogeln, die zwei. Vielleicht werden die nachher noch wichtig. Den behalte ich mir auch mal. Philippa Eilert. Ja, gut, dass ich den nochmal weggenommen habe. Dann spiele ich jetzt erstmal meine 10er-Karten. Wieso passt der jetzt? Ist der dämlich? Macht doch gar keinen Sinn. Gratulation! Bisschen erbärmlich, schon in der ersten Runde rauszufliegen, aber was soll's? Ist nur ein Spiel. Hauptsache, man hat sich amüsiert. Und wie ist die erste Runde gelaufen? Nicht übel. Du hast wohl auch gewonnen. Ich glaube, dass mein Gegner betrunken war. Seine Hand war nicht schlecht, aber... Vielleicht konnte er sich nicht konzentrieren. Wollen wir dieses Gespräch unter vier Augen weiterführen? Ich hätte einen Vorschlag. Treffen wir uns oben auf der Terrasse. Ja, gut. Wir wünschen ein angenehmes Turnier. Möge das Glück euch hold sein. So weit wirst du kaum kommen, Mutant. Endlich allein. Worüber wolltest du reden? Eine Wagenladung Geld, das ist der große Preis. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ihn nicht gerne in den falschen Händen sehen. Und das Glück kann so unzuverlässig sein. Wirklich, jemand sollte das Geld einfach nehmen. Subtil natürlich, ohne die anderen zu stören. Das ist nicht der Vorschlag, mit dem ich gerechnet hätte. Du wirkst nicht wie eine... Diebin? Stimmt, das ist nicht mein Beruf. Darum könnte ich ja Hilfe gebrauchen. Warum sagst du mir das? Ich bin eine Frau. Ich brauche das Geld. Und Geralt von Riva würde nie eine Frau in Not zurückweisen. Habe ich jedenfalls gehört. Von wem hast du das gehört? Fringilla Vigo. Sie hat mir von euren Abenteuern in Beauclair erzählt. Du bist offenbar zuverlässig. Solange die Sache gerecht ist, jedenfalls. Dies scheint mir keine gerechte Sache zu sein. Was, wenn ich dir sagte, dass mein Leben davon abhängt? Ich würde es dir nicht glauben. Hat Fringilla auch erwähnt, dass ich einfach zu manipulieren bin? Sie hat gesagt, dass du vertrauenswürdig bist. Ich werde wohl alleine klarkommen müssen. Ja, und ich könnte sie doch jetzt einfach verpfeifen. Will man einmal Gewinn spielen und alles wird dann genommen. Zeit für Runde 2. Eure Aufmerksamkeit bitte. Madame Sascha und Gilbert von Riva. Phineas und Harald Federnest. Wir wünschen ein angenehmes Turnier. Möge das Glück euch hold sein. Ja, das kann ja was werden. Einfache Siege machen mir keinen Spaß. Ich wäre sehr verärgert, wenn du mich gewinnen ließest. Das habe ich nicht vor. Bin ja neugierig auf den anderen Vorschlag.
So, das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir. Er wird direkt mit Ledo gestartet. Spannend. Fritze gehört mir. Der Fritze gehört auch mir. Mit Fritze kann ich auch nächste Runde spielen. Was? Ein Hin und Her hier. Oh Mann, ey. Ich schätze mal, gleich wird gepasst. Na gut, das nehme ich in Kauf. So, gib mir mal den Schwächsten. Eis. Junge, macht genau das gleiche wie ich. Einfach verrückt, was hier abgeht. Frage ist, ist das schlau, die zu spielen hier? Das war klar, dass sie das macht. Ne? Andererseits habe ich den jetzt auf meiner Seite. Das war klar. Ich wusste halt, dass sie auch ihre eigene Karte dann verbrennt, deswegen war es für mich in Ordnung.
Ja, okay, das war klar. Das war zu erwarten. Dass sie nochmal verbrennen hat. Wieder eine Karte von mir geklaut oder was? Die hat immer noch den Skellen, immer noch. Das ist nicht gut. Ich würde ungern jetzt eigentlich noch einspielen. Aber ich würde gerne spielen und dann passen. Ich riskiere es mal, ich kann ja neu laden. Und okay, das ist wild, aber das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Passe ich natürlich. Damit habe ich eigentlich jetzt schon gewonnen. Also alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, aber wir haben halt gewonnen. Hoffentlich hält dein Glück an. Meine Herrschaften, kommen wir zur dritten Runde. Die Wellen schlagen hoch. Der Sieger der nächsten Runde trifft im Finale auf Graf Tybalt selbst. Phineas und Gerhard von Riva. Ich spiele nicht gegen Mutanten. Du gibst diese Runde also auf? Schön. In dem Falle? Nein, ich gebe die Runde nicht auf, verflucht. Ich werde ihn zermalmen, wie eine Laus. Was für ein unsympath. Gutes Spiel, euch beiden. Denkt an die Regeln. Keine Magie, kein Streit. Spiel! Der Typ ist so scheiße, ne? So, was haben wir denn gerade noch bekommen? Hier, der fehlt mir noch. Ziehe eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Die Spione, dann kann ich auch alles akzeptieren. Sehr random irgendwie. Wusste, dass sowas kommt. Wobei, das war eigentlich gar nicht mal so dumm von ihm. Aber ein paar... Ich muss das leider machen, weil sonst verbrauche ich hier zu viele Karten.
Und ich will die erste Runde auf jeden Fall hier gewinnen. Ist hier bei der zweiten Runde kann ich immer richtig provozieren, dass die richtig viele Karten spielen und dann können sie ja ruhig gewinnen. Deswegen mag ich es immer, die erste Runde auf jeden Fall sicher zu haben, ne? Spielt halt eben gerade seine ganzen Karten. Gute Jürvid. Das juckt auch nicht, weil, wie gesagt, ich kann die Runde ja verlieren, ne? Also gar kein Ding. Lappenhaft. Der Mutant hat betrogen. Ich reiße mit bloßen Händen die Teufelsaugen raus. Halten und kämpfen. So ein schlechter Typ, einfach schlechter Verlierer, schlechter Kartenspieler. Ja, was machst du da? Gut gehandelt. Glückwunsch zu den beiden Siegen. Am Anfang wollte ich die Wache rufen, aber... Ja, es ist besser, dass ich es in die Hand genommen habe. Bitte gesell dich zum Finale zu mir.
Ich muss zugeben, dass ich mit diesem Ergebnis nicht gerechnet habe. Tatsächlich habe ich sogar hoch auf einen anderen Spieler gewettet. Ich hätte wissen können, dass hier mehrere Spiele laufen. Was? Was? Fangen wir an. Jetzt wird's spannend. Der spielt bestimmt Monster, ne? Oh ja. Einen Spion. Nein, ich habe mich schon wieder verklickt. Den habe ich jetzt überhaupt getauscht. Ich habe einen... Egal. Genius. So, der kommt da rein. Darauf habe ich gewartet. Warum kommen wir nicht normalerweise viel mehr? Verbrennen, aber das geht ja nicht. Ich kann ja nur den Genius verbrennen. Und wenn jetzt noch eine Vampirkarte gespielt wird. Problem ist, ich weiß nicht, ob er verbrennen hat. Und wenn ich das jetzt mache, dann riskiere ich halt. Ich weiß, was ich mache. Schnapp ich mir den weg und mach ganz simpel einfach das hier, auch wenn es ein bisschen dumm ist. Das hätte ich gleich machen sollen. War nur wichtig, dass ich die erste Runde noch gewinne. Hä? Ist der nicht einen Spion von mir haben? Nee. Ja, egal. Sehr gut, jetzt kann ich passen.
Ja, perfekt. Oh, ja. Das ist das, was ich wollte. Okay. Die Frage, werde ich das Spiel noch verlängern, indem ich das mache? Und riskieren zu verlieren? Okay, perfekt. Perfekt, dankeschön. Damit hat er mir den Sieg ermöglicht. Superbes Spiel. Welch ein Vergnügen. Der Preis ist dein. Diebstahl! Das Geld ist weg. Die Wache wurde erstochen. Was? Wie ist das möglich? Niemand hat das Geld von hier entfernt. Wer ging, wurde durchsucht. Wir müssen das Gebäude durchkämmen. Jeder, der aufbricht, muss sich durchsuchen lassen. Bevor du fragst, ich weiß nicht. Dachte ich mir. Mein Angebot steht noch. Vielleicht suchst du mit mir nach dem Geld? Einverstanden. Wo fangen wir an? Wir müssen nach oben. Warte. Hör mal, dieser Hexer ist ein guter Freund von Hauptmann Hansen. Er könnte den Schauplatz des Verbrechens untersuchen. Es wäre gar nicht teuer. Gegen Bezahlung, aber... Er holt es sich natürlich vom Hauptmann persönlich ab. Was macht eigentlich die Wunde von neulich? Schon verheilt? Tja, soweit ich weiß, schon. Famos. Wir gehen sofort nach oben. So, erstmal die wichtigen Dinge im Leben. Ist das so irgendwas Cooles bekommen? Nee, Johann, ja, Nathalies habe ich ja gar nicht, sehe ich gerade. Hier habe ich auf jeden Fall noch ein paar bessere Karten auf jeden Fall bekommen. Als die, die ich hier drin habe. Zum Beispiel die beiden können raus. Die sind gut, die kann man zusammenrufen. Die Markham-Verteidiger. Zwergenscharmützler, der kann weg. Das Deck ist einfach noch nicht. Ist es einfach noch nicht. Das ist einfach noch nicht so gut. Halt so richtig standardmäßig. Muss ich sagen. Genius. Also das Deck ist auch bescheiden. Hat so viele so schlechte Einerkarten hier auch noch habe, ne? Also Monster ist ausbaufähig, aber sowas von. Hauptmann siehst, Herrin. Wäre ich dir dankbar, wenn du erwähnen könntest. Das ist alles, guter Mann. Du kannst gehen. Der Hexer braucht absolute Ruhe bei der Arbeit. Sicher. Das lief gut. Kennst du den Hauptmann wirklich? Ja, ein grässlicher Kerl. Komm jetzt an die Arbeit. Oh, das ist aber ein Blutbad. Die Schläge kamen aus einem seltsamen Winkel, aber professionell und präzise.
Jemand hat was Schweres über die Terrasse gezogen. Muss doch noch irgendwo einen Hinweis geben. Das kann ja nicht alles sein. Ah. Armbrustbolzen. Eine Schnur dran. Die wurde eindeutig durchgeschnitten. Der Dieb könnte sie benutzt haben, um den Geldsack runterzulassen. Dann hat wohl ein Komplize den Sack unten angenommen. Hm. Da unten ist etwas, aber ich erkenne es nicht. Es muss einer der Spieler gewesen sein. Hat das Geld an der Schnur runtergelassen und ist dann an den Wachen vorbeigeschlendert. Hm, das war gut vorbereitet. Meinst du, du findest den Missetäter? Das weiß ich noch nicht. Ich muss mich erst auf der Straße umsehen. Gehen wir. Wo geht's hier nach unten? Genau wie die, die am Bolzen war. Ich muss mich umsehen. Woher kommt der Geruch? Zimt. Seltsam. Ich rieche nichts. Eile mit Weile. Der Täter hat diese Kiste verloren. Sie muss vom Wagen gefallen sein. Ist denn sicher, dass sie dem Dieb gehört hat? Da liegt eine Armbrust unter den Paketen. Da möchte man fast scherzen, dass kein Rosmarin ohne... Du solltest dem Impuls widerstehen. Hm, das Gildenzeichen kenne ich doch. Eine Handelsgesellschaft. Sie importiert Gewürze aus Serikanien. An den Docks hat sie ein Lagerhaus. Das nördlichste auf dieser Seite des Hafens. Treffen wir uns dort? Klingt gut. Ja, und ich würde sagen, was uns beim Lagerhaus dann erwartet, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Geralt von Riva, einer ist wie dieser. Ein Abenteuer in Witcher 3, doch die Folge ist für heute vorbei. Gebt mal ein Like und seid bereit, wenn es morgen wieder heißt Witcher 3. Witcher 3.